Zwei Männer und ein Reh auf Entdeckungsreise im Münchner Stadtteil Pasing. Hallo. Hallo, Susanne. Hi. Schau mal, das ist das Reh, was wir auf dem Flohmarkt gefunden haben. Oh mein Gott. Das ist von deiner Oma, oder? So cool, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau solche Ohren. Die haben alle immer so lange Beine gehabt und sind einfach. Also die Rehe sind einfach die Helden. Richtig gut erhalten. Bis auf die Farbigkeit. Man sieht es ja noch so ein bisschen durchblitzen hier, dieses. Ja. Ja. Krass. Und du hast gesagt, ihr habt da noch welche. Ja. Und da gehen wir jetzt einmal hin. Die Augsburger Daniel Karasch und Christoph Sauter sind Ausstellungsmacher. Das Reh vom Flohmarkt führte sie zu Susanne Aisch, eine alte Bekannte, mit der sie nie darüber gesprochen haben, was auf dem Dachboden ihrer Familie lagert. Jetzt wird's spannend. Also momentan bin ich total aufgeregt und ich will jetzt da hoch. Dann geh mal. Komm, ich geh. Dort oben soll sich ein ganzer Zoo befinden. Die Kisten hat aber schon lange niemand mehr geöffnet. Da ist der. Ein Hirsch. Da ist der Hirsch zum Reh. Kennst du die alle, nee, die Tiere? Den Truthahn habe ich noch nie gesehen. Das ist tatsächlich der erste, den ich sehe. Der ist aber. Der ist mega. Beeindruckend ist das Tier. Ich gebe es dir mal. Oh ja, Störche. Ja, die Störche, die kenne ich. Die hat sie ganz viel gemacht. Mhm. Die können auch stehen. Also, die wenn stehen. Ich mich da richtig erinnere. Ja, meine Oma hat diese Bastwerkstatt, aber schon als ganz junge Frau, also schon bevor sie vorm Krieg noch, die ist ja Jahrgang 99 und hat noch lange vorm Krieg schon angefangen, sich selbstständig zu machen mit diesen Bastien und hat das dann später nach dem Krieg professionalisiert und die dann auch, also das habe ich als Kind auch gehört, dass die dann irgendwie exportiert wurden und nach Amerika gingen. Das war ja irgendwie ganz besonders und ganz weit. Und ich entdecke sie jetzt zusammen mit Daniel wirklich alle nochmal neu. Das ist total cool. Freue ich mich drüber. Den kann man doch wahrscheinlich hinsetzen, oder? Das hört gar nicht mehr auf, was da so drin ist. Also, meine Güte, jetzt haben wir noch ein Reh. Da könnte man jetzt wieder Giraffe, Mama, Papa, viele Kinder spielen. Ja. Das wäre jetzt wieder so meins. Ja, also wir sind ja mit diesen Tieren aufgewachsen. Wir haben, für uns waren das wie einfach Tiere, mit denen man gespielt hat und die immer irgendwie im Alltag dabei waren. Da kommt sofort wieder so ein Kindergehen, was dann so sagt, ja, da muss man jetzt irgendwelche Familien bauen oder irgendwelche Geschichten erzählen mit den einzelnen Tieren. Und ich sehe erst jetzt, oh mein Gott, das ist ja richtig, richtig hochwertiges Kunsthandwerk. Das ist unfassbar kompliziert gemacht. Und ich muss mich jetzt noch bei meiner Oma entschuldigen, weil wir haben die wahrscheinlich richtig grob auch mit denen gespielt, was halt Kinder damit so machen. Tiere aus gefärbtem Bast. Anfang der 30er Jahre hatte Susannes Oma Else Stadler-Jacobs die Idee, eine Basto-Werkstatt zu gründen, gleich nach ihrem Studium an der Münchner Kunstgewerbeschule. Damals ungewöhnlich für eine junge Frau. Doch sie war in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Die Mutter war Fotografin und der Vater Kunst- und Dekorationsmaler. Die alte Villa war immer im Familienbesitz, darum wurde viel aufgehoben. Für Daniel ein Glücksfall. Jetzt muss erst mal alles gesichtet werden. Susanne Aisch stammt auch aus einer Künstlerfamilie. Ihre Eltern waren die beiden Glaskünstler Gretel und Erwin Aisch aus Frauenau. Schätze der Familiengeschichte kommen zum Vorschein. Den hier vielleicht hierher. Ja, genau, der hat. Ist also entweder nicht ganz fertig, wahrscheinlich ist der nicht ganz fertig. Schau, ja. Hier wäre das vernäht worden und dann hätte man da die Schnauze draus gemacht. Quasi genau, dann das so wäre dann Schnauze geworden, das oder? Hier. Genau. Ja. Und hier ist deine Mama, oder? Ja. Ja. Genau. Mit einem richtig großen Löwen. Mit einem großen Löwen, jo. Ja. Meine Mama hat da ganz bestimmt ganz viel mitgearbeitet. Als junges Mädchen, bestimmt auch schon neben der Schule. Und ich glaube schon, dass das so ihr handwerkliches Geschick und Vermögen und auch so ihre Ästhetik sehr geprägt hat. Ja,
also man muss mich ein bisschen stoppen, dass ich jetzt nicht sofort anfange, hier große Gehege zu bauen. Also ich merke richtig, ja, das Kind in mir freut sich einfach wie Sau. Die Forschungsreise geht weiter. Denn nach dem Krieg zog die Bastwerkstatt von Pasing ans Ostufer des Ammersees. Basttiere waren in den 50er Jahren sehr begehrt und wurden bis nach Amerika verschickt, zu Dekorationszwecken in Kaufhäusern. Eine neue, größere Werkstatt wurde gebaut. Klaus Stadler, der Bruder von Gretel, lebt hier heute noch. Er arbeitete in der Familiengärtnerei, während sich seine Mutter und Schwester um die Gestaltung der Basttiere kümmerten. Man war erfolgreich und beschäftigte bis zu 50 Heimarbeiterinnen. Heute bewahrt Klaus das Familienarchiv. Ja, da wurden oft Fotos dann gemacht draußen, wo man dann diese Tiere da irgendwie in Schilf gestellt hat, um da so ein bisschen Romantik zu kriegen. So ein bisschen Atmosphäre dann, ja, für die natürlich, Tiere. Ja. Ja, diese Affen, die gingen aber, glaube ich, ganz gut. Da wurden viele gemacht von den Affen. Das war auch die Vorliebe von der Schwester, von der Grete, so mit den Tieren dann da was zu arrangieren. Die ganze Affenbande. Ja, ja. Da waren zwei Frauen, die das ständig dann mit diesen Affen sich beschäftigt haben. Die haben auch den Gesichtsausdruck dann verändern können. Also die haben da richtig Spaß dran bekommen. Was ist denn das Faszinierende an dem Gesicht? Wie hat denn die Mutter da gearbeitet mit diesen Augen? Also, da war das so wichtig, dass die Augen genau richtig gesessen sind. Also wenn man so ein Auge verschiebt oder wenn das ein bisschen nicht stimmt, dann schielt das Reh. Und das sieht man als Laie auch sofort. Und da hatten die Heimarbeiterinnen sehr oft nicht so das Feingefühl dafür. Und das hat die Mutter dann abends bis in die Nacht rein, hat die immer an den Augen noch rumgemacht, um die zu versetzen, dass die stimmen, dass die Tiere auch einen richtigen Blick haben. Also das war mein Kindheitserlebnis, dass die Mutter einfach immer an den Tieren gesessen ist und da gefummelt hat. Sie hat also sehr viel Fotos von Tieren gehabt und da dann auch so Ausschnitte. Ich habe dann manchmal auch sowas rausvergrößern müssen aus Fotos. Also da war sehr intensive Arbeit notwendig, um die Leute auch, um den Leuten das Bild von dem Tier so einzuimpfen, damit die das richtig machen konnten. Ah ja, die Katzen, die haben eine große Rolle gespielt. Weil die auch eine bestimmte Stimmung machen. Also wenn so eine Katze dann da auf dem Regal steht, aus Bast, dann macht die schon irgendwie, vielleicht auch nur für Frauen, schon eine besondere Atmosphäre. Das hier ist die Mutter, oder? Das ist die Mutter, und ja. Und das sind Sie, oder? Das bin ich, ja, mit Katze. Auch als Fotomodell mit Katze. Das leerstehende Gewächshaus. Heute der ideale Ort für ein Fotoshooting mit Elefanten, Schafen und Pinguinen aus Bast. Für den Grafikdesigner Christoph Sauter sind die Tiere ungewöhnliche Motive. Sie haben Seele. Der hat mich sofort angesprochen, weil er nicht nur so einen tollen Gesichtsausdruck hat, sondern mit seiner ganzen Körperhaltung eigentlich sein Gefühl darstellt. Also man kann sich in ihn reinversetzen und einfach man merkt, wie es ihm geht. Und wenn man ihn dann genau anschaut, sieht man halt auch, wie toll er eigentlich hergestellt ist. Was man sieht, ist die Ästhetik der 50er und 60er Jahre in diesen Tieren. Was man an dem Bambi natürlich sieht, an dem Reh, was diese Disney-Ästhetik hat. Und diese anderen Tiere, die da sind, also gerade diese Affen zum Beispiel, die haben ja auch eine Lustigkeit, die sie zeigen. Das ist auch witzig. Und trotzdem ist es aber nie so, dass diese Tiere verniedlicht werden. Diese Tiere werden in ihrer Art sehr ernst genommen als Figur und als Wesen. Unterwegs zur letzten Station, Frauenau.
Else Stadler-Jacobs lebte hier im Bayerischen Wald bis zu ihrem Tod 1997 bei ihrer Tochter Gretel. Deren Tochter Veronika hat noch mehr Tiere aus der Vergangenheit. In die Zimmer von unserer Oma. Gleich mehrere Zimmer. Und da hat die Oma drin gewohnt. Ja, ja, die hat da schon richtig sich eingerichtet gehabt. Ja, da sind wir mal gespannt, was wir da zu sehen kriegen. So, da sind wir. Da haben wir schon ein bisschen mehr von diesen Kisten. Oh, wow. Ja, der Wahnsinn. Figuren. Und hier sind noch die Model. Ja, die sind nicht mehr fertig geworden. Das sind einfach die Holzwollkerne, die so umwickelt sind. Es gibt ja welche, die noch nicht fertig bestickt sind. Gell? So diese Katze, der fehlen, oder ist das eine Katze? Ja, der Sieht Katze aus, ja. Fehlen noch die Augen. Ich meine, das hat auch ziemliche Kraft gebraucht. Also man hat kräftige Hände gebraucht für diese Arbeit. Ja, ein Strubelpeter, den gab es auch in ganz groß. Ein Schmetterling, gell? So ganz fein. Der Ideenreichtum von Veronikas Oma Else war unerschöpflich. Und die Wespe, die ins Glas geht. Glaskriecht, das kennen wir ja alle aus dem Sommer. Ja. Für Veronika ist die Bekanntschaft mit Daniel und Christoph ein Glücksfall. Also ich freue mich einfach, dass die Sachen von unserer Oma noch so gewürdigt werden. Ja, und ich habe selber diesen Wert, ich habe den gar nicht selber so einschätzen können, weil ich mir schon immer gedacht habe, mei, was machen wir denn mit diesen ganzen Tieren und können wir es nicht verschenken? Und für kleine Kinder und so zum Spielen sind sie ja dann doch nicht so passend, weil sie halt so leicht kaputt gehen. Also wir haben ja als Kinder schon einige kaputt gemacht. Und so war ich einfach immer so ratlos, was denn mit all diesen Sachen, die so einfach so schön sind und für mich ja so viel Bedeutung haben, was mit denen mal passiert. Ja, und jetzt kommt sie einfach und sagt, wir machen mal was aus denen. Bis alle Figuren und Tiere katalogisiert sind, braucht es sicher noch seine Zeit. Es ist eine Ausstellung mit dem wiederentdeckten Nachlass geplant. Daniel und Christoph hat das Basttierfieber gepackt. Als wir die erste Kiste geöffnet haben, da wussten wir noch nicht, was uns erwartet und wie groß dieses Thema wird und wie umfangreich dieses Werk einer ungewöhnlichen Kunsthandwerkerin ist und was uns jetzt hier vorlegt und was wir entdecken konnten, das ist einfach unglaublich. Am Anfang war das halt so ein einzelnes Reh, was wir in der Hand hatten, und plötzlich ist das aber hier auch eine ganze Lebensgeschichte von dieser sehr beeindruckenden, künstlerisch arbeitenden Frau. Und wir sind immer noch total neugierig drauf, was da an Geschichten noch hervorkommt. Weil das scheint ja erst der Anfang zu sein. Es hört ja gerade noch nicht auf. Ja, auch hier gibt es nämlich noch einen Dachboden. Oh, guck mal, hier gibt's noch Bast für bestimmt 100 Tiere. Es ist ein ganz besonderes Tierreich, das viel zu lange darauf gewartet hat, aus den Koffern und Kisten befreit zu werden. Wie schön. Du, wir haben hier noch einen kleinen Löwen. Schau mal hier.